Bernhard, was machst du hier oben? Tja, ich konnte Purpur nicht stoppen und er ist losgezogen, die Welt zu erobern. Ich habe Angst vor dem, was er mit mir macht, wenn er mich findet. Beantwortet das deine Frage? Ja, hey! Was gibt's, Bernhard? Was glaubst du, was Purpur jetzt macht? Nun, er will die Welt übernehmen, also denke ich mal, er wird etwas Gemeines anstellen. Macht er Genexperimente mit kleinen Schmusetieren? Ich will es nicht beschwören, aber ich dachte da mehr an etwas Politisches. Wozu die Kiste? Hast du eine Katze? Frag nicht. Wie setzt sich ein Tentakel in ein Sitzkissen? Oh, das ist ganz einfach. Wieder rauszukommen ist viel schwieriger. Kannst du mit der Bowlingkugel spielen? Nein, Purpur hat sie hergebracht, nachdem er Arme bekam. Er war aber ziemlich enttäuscht, weil er keine Finger hat. Wie geht es deiner neuen Band? Grüntee und die Sushi-Teigs? Wir machen uns gut. Wir haben uns entschieden, die Qualität unserer Band zu verbessern. Sorgfältig zusammengesetzte Melodie und klare Aussagen? Lautstärke, Mann, Lautstärke! Wir müssen das ändern, um eine Chance auf ein Grimmi zu haben. Wir nehmen die Pausen raus. Brauchtet ihr nicht vor kurzem einen neuen Gitarristen? Ja, aber wir haben uns dann für einen Typen entschlossen, der Elektrowerkzeuge spielt. Dadurch kriegen wir mehr Sound. Arbeitet ihr an einem Album? Ja, wir machen eine CD. Rap auf der Stirn. Da sind ein paar Stücke in der Anlage, wenn du sie hören willst. Schon mal im Radio gewesen? Nein, fürs Radio sind wir etwas zu unkonventionell. Aber wir haben viele Fans in der Szene. Großartig. Jupp. Willst du mir helfen, die Welt zu retten? Ich habe Angst, den Raum zu verlassen. Ich glaube sogar, dass ich mich nicht vom Fleck rühren kann. Purpur macht mir höllische Angst. Man sieht sich, Grün. Ja, viel Glück beim Weltretten, B-Man. Das ist zu schwer für mich alleine. Oh-oh, sieht so aus, als ob es klappen könnte. Ich will die Welt nicht erobern. Er ist mein Freund. Er ist mein Freund. Er ist mein Freund. Wow, das ist laut. Wie sagt man so schön, wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen. Sieht aus wie mein Physikprofessor im zweiten Schuljahr. Da steht, Edna, danke, dass du mir das Fieber gabst. Seltsam, muss ein Edison sein. Wow, was für ein Mann. Es ist kein Band im Gerät. Es scheint nicht aufzugehen. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Das Band ist am Ende. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung.
Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Das Band ist am Ende. Bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja, nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli, Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. Da läutet nicht. Aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Physiotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Also hast du die Militärsache auch aufgegeben? Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Ich sammle jetzt Briefmarken. Süßer Hamster, kann er Kunststückchen? Nein, es ist einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber irgendetwas passierte mit ihm. Was ist aus dem alten Hamster geworden? Ich kann mich nicht erinnern. Wenn ich es versuche, ist dann nur dieser Blitz und dieses schreckliche Geräusch. Was war denn das für ein Geräusch? Es war eine Art Ding! Mein Gott, ich höre das immer im Traum. Sind alle deine Hobbys so interessant? Ich habe keine anderen Hobbys. Briefmarken sind mein ganzes Leben. Wenn ihnen mal etwas passiert... Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Nun, manchmal benutzt er diesen Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Dein Vater oder der Hamster? Machst du dich über mich lustig? Nein, ich... Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Oh, es macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... Ausbannen. Ich will ausbannen. Ist schon okay, ich habe ja meine Briefmarken. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Hey, möchtest du einen Trick sehen? Sicher. Toll, oder? Meine Pony-Express-Briefmarken! Du hast meine Pony-Express-Marken ruiniert und 5 Jahre Therapie! Raus aus meinem Zimmer! Ui, was für ein Klotz! Er sollte etwas gegen diese... negativen Gefühle tun. Rauf hier! Hey, der Fleck ist wieder weg. Ich glaube, ich kann dir verzeihen. Manchmal mache ich komische Sachen und weiß nicht mal warum. Als ob mein Körper von einem perversen, sadistischen Puppenspieler gesteuert würde. Tja, wir alle haben manchmal dieses Gefühl.
Er liest das Wall Street Journal. Gut, dass wir Dr. Fred Nehmann schon eingewickelt haben, was? Das rote Band wird ihn ganz gut beschäftigen. Ich kann nicht glauben, wie durcheinander es hier ist. Gut, dass wir Dr. Fred Nehmann schon eingewickelt haben, was? Das rote Band wird ihn ganz gut beschäftigen. Was gibt's? Seid ihr Brüder? Bei der Steuerfahndung sind wir alle Brüder. Was habt ihr mit Dr. Fred gemacht? Wir haben ihn Nehmann sicher verstaut, während wir seine Bücher prüfen. Nein, du kannst ihn jetzt nicht sehen. Und denk nicht mal dran, irgendwie zu versuchen, ihn zu retten. Wer ist euer Schneider? Sehr witzig. Ich schaue mich nur um. Bleib sauber, Junge. Sagtest du, du hättest dort an der PB41 dies und jenes Erklärung liegen? Nein. Ich kann nicht glauben, wie durcheinander es hier ist. Dr. Fred liegt auf dem Bett, gefesselt mit rotem Band. Wie sagtest du doch gleich, war der Name deiner Frau? Hey, da kannst du nicht reingehen. Sandy. Ach ja. Was glaubst du, was die Dodgers machen? Mal sehen. 101, 999, 57. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Junge, die Edison sind eine ziemlich hässliche Familie. Wow, aus meinem Lieblingsfilm. Immer darauf achten, richtig im Bild zu stehen. Diese Gabel könnte nicht mal eine Seifenblase verletzen, schon gar nicht einen Clown wie Uso. Was ist das für ein seltsames, schwebendes Ding? Ich sehe überhaupt nichts. Nichts für ungut. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Nette Zigarren. Niedlich? Diese Babys explodieren geradezu vor Qualität. Noch eine Zigarre? Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Verzieh dich. Thank you.
sie hat es nicht geholt. Ich hoffe, ihr geht's gut. Ein gartenbaulicher Albtraum. Lasst mich hier raus! Ich habe nichts getan! Ha! Irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder? Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Besitzer? Niemand besitzt mich! Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Verdammt sei Dr. Fred! Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. Ich möchte nur mal seinen Kopf tätscheln. Ich glaube, die beiden betrügen. Ich glaube, die beiden betrügen. Wahrscheinlich gezinkt. Moment! Sie dürfen betrügen, du nicht! Dr. Fred, sind Sie das? Was? Du spinnst! Es gab keinen Fred in der Edison-Familie seit 200 Jahren. Der letzte Fred war eine Schande für die ganze Familie. Nicht zu vergessen für die ganze Menschheit. Also, wer sind Sie dann? Ich bin Seth Edison. Das ist meine Frau Sedna und mein Sohn Fred. Schön, euch zu sehen. Wo bin ich? Du bist in dem einst stolzen Haus der Edison-Familie. Wir waren einmal die Herren dieses Hauses, so wie die Menschen mal die Herren der Erde waren. Jetzt sind wir die Sklaven, die Haustiere. Und ziemlich schlechte, darf ich hinzufügen. Oh, verzieh dich, du verzogener Nachtschwärmer. Wie komme ich hier raus? Wenn ich das wüsste, meinst du, ich wäre dann hier? Wie war das mit der Menschenshow? Es ist eine Farce. Genau das ist es. Diese schleimigen Tentakel stecken Menschen in kleine Kostüme, machen schreckliche Dinge mit ihrem Haar und zwingen sie dann dazu, ihre grässlichen Talente unqualifizierten Preisrichtern vorzuführen, die Wochen vorher bezahlt wurden. Durftest nicht mitmachen, was? Sie meinten, Makramee wäre kein Talent. Diese schleimigen Riesenwürmer. Ich hab das gehört. Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin nur ein Mensch. Lieber nicht stören. Sie betrügen sich gerade. Sieht gelangweilt aus. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich will hier raus. Das ist eine Verletzung meiner Rechte. Rechte? Du bist ein Mensch. Du hast keine Rechte. Ich muss mal für kleine Tentakel. Haha, der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Okay, lass uns Gasse gehen. Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Ich werde wohl ein längeres Kabel brauchen. Ich kann Dr. Freds altes Labor sehen und sein Generator ist auch da. Puh, den könnte ich gut gebrauchen. Aber durch das Fenster komme ich nie durch. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Zeit. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Oh, mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh oh. Zeit, Dr. Tentakel zu besuchen. Ja, was haben wir denn hier?
Mir ist schlecht. Wirklich? Okay, jetzt halt still. Werden Sie Ihr Skalpell benutzen? Natürlich nicht. Mist. Wollen Sie meins benutzen? Nein. Was? Was ist? Genau wie ich dachte. Was? Alles ist in Ordnung mit dir, Mensch. Puh. Ich muss jetzt zur Show. Ich schicke nach deinem Wächter. Oh, sitz. Ruhig. Lizenziert zur Behandlung von Tentakeln zum Wohle der Tentakelrasse. Sie haben die Milz mit der Leber vertauscht. Mein Name ist Harold. Ich bin ein Vollblut. Ist dein Haar naturblau? Natürlich. Wie süß. Es brauchte einige sehr teure Sitzungen in einem Salon. Den Haarwettbewerb habe ich in der Tasche. Sieht aber gut aus, was du da trägst. Dankeschön. Mein Besitzer hat eine Menge dafür bezahlt. Er kauft mir alles, was ich will. Wo ist dein Besitzer? Er ist gerade nicht da. Aber er wäre, wenn er irgendwie könnte. Sein Bus ist in Pittsburgh liegen geblieben und er sitzt da mit den anderen fest. Das ist meine erste Show. Alleine. Worauf wartet ihr, Jungs? Wir warten darauf, dass die Show beginnt. Worauf sonst? Wenn dein Besitzer dich teilnehmen lassen will, brauchst du noch ein Namensschild. Ist aber auch egal. Mein Besitzer sagt, ich werde gewinnen. Ich bin der schönste Mensch hier. Tja, dann viel Glück. Wer braucht Glück, wenn man schön ist? Warte! Menschen dürfen hier nicht frei rumlaufen. Ich bringe dich zurück in den Zwinger. Ich wünschte, ich hätte eine Tentakelverkleidung. Väter machen mich verrückt. Alle paar Minuten ein neues Fahnendesign. Sobald ich mit diesem Ding fertig bin, mache ich ihnen eine Fahne, ob fertig oder nicht. Entschuldigung. Ja? Mr. President, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Haben Sie denn auch Feuer? Na klar. Nun, wenn es so ist.
Mist! Ich hasse so etwas. Sieh zu, dass du sie für mich finden kannst, okay? Danke. Kannst du die gebrauchen? Nun, danke, junger Mann. Seltsam. Vielleicht sollte ich den Kaffee weglassen. Hey, Tom, sieh mal. Dem Gründer unserer Nation ist kalt. Mach mal Feuer. Du hast recht. Oh. Ich denke, du kannst meinen Holzblock haben. Ich? Warum soll ich das Feuer machen? Du machst das Feuer. Mich stört der Rauch. Du machst das Feuer. Mich stört deine Einstellung. Du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer, Holzliebhaber. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst es. Du großes Baby. Okay, wer war der Idiot, der das Feuer gemacht hat? Sieht ziemlich sauber hier drin aus. Sag, hast du die Feder mitgenommen? Nein, ich. Da steckte eine Decke im Kamin. Sohn, weißt du irgendetwas über eine Decke? Hatte der Typ neben dir nicht vorhin eine? Wir sehen uns später.